Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Oder guten Morgen, je nachdem, wann du das gerade schaust. Bei mir ist es jetzt Abend, ich werde jetzt noch eine Folge aufnehmen und ich hoffe, dass ich das hier ganz gut gebacken kriege. In der letzten Folge hatte ich hier noch so ein paar Secrets gemacht. Ja, wir sollen ja hier... und zur Mantis, genau. Und wir sollen finde Ravis auf dem zerstörten Mond. Weil der wurde dorthin geschickt. Aber ich bin halt nochmal abgebogen, weil ich dachte, hey cool, kannst ja noch so ein paar Sachen angucken, genau wie hier. Ich werde jetzt hier nicht alles angucken. Ich werde jetzt einfach mal dahin porten zur Mantis. Und dann schauen wir doch einfach mal, was der Ravis da oben auf dem Mond so macht, ne? So. Mantis. Easy. Schön, dass es auch noch so heiß. Ja, ich habe jetzt auch den Controller so unterm Tisch wie gehabt, die letzten paar Folgen gehabt. Das war irgendwie ein komischer Satz, aber egal, ich glaube, du weißt, was ich meine. Du denkst, warte mal kurz, das Mikro. So. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Meine Fresse. Ah, es ist schon spät. Das ist meine Ausrede. Es ist schon spät. Und die Woche hat gerade angefangen. Es ist Montagabend und ja. Neue Gespräche verfügbar, neue Charaktere. Ich möchte aber erstmal hier mit Erin reden. Sei vorsichtig. Okay, das war das Gespräch. Da ist er, mein Lieblingsschrottsammler. Kennst du noch andere? Nein, aber wir haben einige Eimerköpfe zusammen bekämpft. Vergiss die KX-Droiden nicht. Warum leben wir noch? Weil du gut schießen kannst und ich nichts hinkriege. Wir plaudern später. Okay. Ja, ich müsste eigentlich noch in den Salon, ne? Pass auf dich da draußen auf. Okay. Was, ist der auf dem Schiff? Hör den doch. Ist dieser kleine Droide etwa auf meinem Schiff? Ganz still. Ich höre den immer auf dem linken Kopfhörer. Hier irgendwo im Schiff. Das ist wieder Fuchs. Das ist ja der Kleine, der sich so zusammengeklappt hat, ne? Mhm. Okay, pass auf. Dann flitzen wir jetzt mal ganz schnell hier in den Salon. Quatschen noch mit ein, zwei Personen. Vielleicht kriege ich auch noch ein bisschen was los für das Priorit. Und sie, wir haben ja auch einige Daten. Das, sie ist ja wieder da. Wir können wir den Shop. Und genau. Gucken, was heute für Mucke läuft. Und dann werde ich aber auf definitiv losdüsen. Was? Der Stiefel mal los. Ah, nichts zu tun. Dann Stiefel mal wieder zurück. So, was mit ihm hier? Ich weiß, was du bist. Nur damit du es weißt. Ach was. Natürlich. Dein Verhalten. Das Schwert an deinem Gürtel. Ich werde natürlich nicht sorgen. Warum nicht? Mit dem Kopfgeld kämst du von hier weg. Und ich habe dir schon genug erzählt, dass mir ein Platz in einem imperialen Gefängnis sicher wäre. Dann muss ich wohl auf Ehre unter Gesetzlosen setzen. Ich weiß, wie es ist, wenn dir eine Pechsträhne die Kehle zuschnürt. Und ich respektiere jeden, der weiterkämpft, wenn die Chancen schlecht stehen. Du bist schwer zu durchschauen, Moran. Dann habe ich es noch in mir, wie man so schön sagt. Voll abfeiern. So. Und der reißende Fluss wird geteilt durch die Klinge des Steins. Welche Klinge? Welcher Stein? Was ist schärfer? Stein oder Wasser? Ich würde einen Raider nicht mit Wasser bekämpfen, falls das dein Vorschlag ist. Aber ist der Lauf des Flusses sein Geburtsrecht? Ist der Stein schuld an seiner Form? Alles klar, was für Gespräche. Deine Ware ist unschlagbar. Ah, okay, wir haben nichts. Ich fürchte dich vor diesen Jägern, Kerl. Ja, mach ich. Wie kann der jetzt hier sitzen und eben gerade im Schiff sein? Und du bist auch hier. Als du hier das erste Mal reingekommen bist, wollte ich dich rauswerfen.
Was? Witzig. Ich weiß noch, dass ich mich gefragt habe, ob ich es sein werde, der diesem Latero seine zweite Armprothese verpasst. Oh. Das kannst du gern versuchen. Aber im Ernst, du hast gute Arbeit geleistet und auf den Kleinen aufgepasst. Es ist, als würdest du... Oh. Sind das Tränen in deinen Augen, Grease? Was? Soll das ein Witz sein? Nein, das ist der Rauch. Der Rauch. Oder so. Raucht hier drin irgendwer? Ja. Hier herrscht Rauchverbot. Alles klar, Grease. Ich bin gleich wieder bei dir. Und falls du diesen Arm mal modifizieren willst, kenne ich den. Kennst du einen Arm-Modder? Oh ja. Na, lass mich kurz überlegen. Nein. Das Pylons zieht viele Gäste an. Ja, könnte sich rumgesprochen haben, dass ich der beste Koch diesseits der hydianischen Handelsstraße bin. Aquarium ist sauber, ne? Ach, was weißt du schon, BD? Endlich. Du hast dich bei Geschmacksgenossen. Schwimmt der da drin rum? Der schwimmt in dem Tank rum, aber endlich ist es sauber. Kerl, da bist du ja. Boat hat mir alles erzählt. Zwei rauchende Pistolen. Ein Meisterschütze wie aus den Holowitz. Ganz ruhig, Captain. Ich will hier nur eine Nachbesprechung abhalten. Nachbesprechung? Hörst du das? Das ist ein Profi. Warum haben wir nie Nachbesprechungen, Kerl? Okay, das reicht jetzt. Genießt du das Rampenlicht, Boat? Wie eine imperiale Leibesvisitation. Aber ich gebe zu, es ist toll, wie aufgeregt alle sind. Ja. Pass auf dich da draußen auf. Wir plaudern später. Okay, aber wo ist hier Marin? Ich hier nicht. Vielleicht oben. Obwohl, was war denn? Was? Hey Monk, riechst du auch, was ich rieche? Meine Olfaktoren. Oh. Ach ja, das Klo. Wie funktioniert denn das wieder? Okay, es macht ganz komische Geräusche. Okay. Wir sollten uns waschen. Ja! Oh Gott, wie viele Folgen habe ich nicht? Wäsche dich über die Handschuhe? Okay. Ja. Wie kann ich das nochmal machen? Von der Meile? Ich habe gesehen, dass man das reparieren kann. Oder es gibt irgendein Achievement dafür, aber ich weiß nicht, wie oft ich das machen muss. Gar nicht sehr, 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 sehr oft. Also Mann, ich habe Nachgedacht. Damit solltest du... Ah, hallo? Ist das wahr? Du hast den Raiders den Droiden wieder abgejagt? Ich glaube, wir sind einander noch nicht begegnet. Oh, Mist, tut mir leid. Hab dich überfallen wie ein Rocker. Ich heiße Hart. Bin schon länger hier als alle diese Grünschnäbel. Außer Doma und Gulu und Guido und die alte Thor natürlich. Und? Aber die ist... Mist, jetzt fange ich schon wieder an. Kerl, richtig? Genau, das ist BD. Verdammt schön, euch beide kennenzulernen. Verdammt schön. Okay. Hey, Kumpel. Warte. Ah. H ist die erste Anlaufstelle für Gerüchte und Klatsch im örtlichen Saloon. Er lebt schon lange hier und weiß etwas über jeden. Oha. So, alles Gute. Ei, und wieder kehren wir zu meiner Zeit auf der Bühne. Hier oben sieht's dreckig aus. Gegen den Protest meines Herzens tauschte ich Angel und Schnur gegen die Harpune. Über Jahre spießten wir im Outer Rim jeden Fisch auf, der unseren Weg kreuzte. Dank meines Talents erlegte ich mehr Fische als die restliche Crew zusammen. Ich war dumm und hatte nicht die Weisheit, mich zu schämen. Der schreckliche Captain Van Jekwet bemerkte das. Er beförderte mich, gab mir die besten Fänge. Und kaum ein Jahr, nachdem ich Dakavita verlassen hatte, wurde ich sein erster Steuermann. Kurz nach meiner Beförderung waren wir unterwegs nach Manan, um den Kadaver eines Coverfischs zu verkaufen. Und plötzlich, wir verließen den Hyperraum und die große Wasserwelt kam in Sicht. Und sie auch. Die
prächtigste Kreatur, die ich je gesehen hatte. Ein Wal von wundersamer Größe. Und er schwamm durch den Orbit von Manan, als wäre er nur eine östliche Strömung zurück nach Hause. Ich war wie versteinert. Im Ernst? Wie nah warst du dran? Witzig, dass du fragst. Ich konnte ihn gar nicht lange betrachten. Da kollidierten wir auch schon frontal mit ihm. Die Grapnel prallte ab wie ein Stück Strandgut. Wir stürzten hinunter in den Ozean, wo die Grapnel auf dem Meeresboden zerbrach. Wo sich eine Piratenbande der Quarren versteckte. Die fiesen Zephire. Wir schwammen aus dem kaputten Rumpf und waren plötzlich von Quarren umstellt, die alles Mögliche verlangten, einschließlich unserer erbeuteten Fische. Also schwammen wir davon. Captain Wett, die Crew und ich. Aber in dieser Tiefe waren wir blind und gelangten bald in eine Sackgasse. Erneut umstellt von Quarren. Komm wieder, dann erzähl ich weiter. Okay, alles klar. Eine Sekunde mal, ich muss ganz schnell was machen. So, ist es vielleicht ein bisschen leiser? So. Okay. Gut, dann gehe ich zu die Heisi. Ich hab ein paar Daten. 10 Stück. Schaden. Der Einsatz einer Machtfähigkeit erhöht den Schaden des nächsten Lichtschwertangriffes. Das wäre natürlich nice. Verursacht vorübergehend zusätzlichen Schaden, nachdem der Lichtschwertkampfstil gewechselt wurde. Das mache ich leider nicht zu oft. Regeneriert eine geringe Macht der Machtanzeige über Zeit. Aber das Maximum der Machtanzeige ist reduziert. Was ist denn Superanzeige? Heilungsstims führen auch eine geringe Superdings sei. Mehr Erfahrung durch das Besiegen von Gegnern. Absorbiere Treffer ohne unterbrochen zu werden. Ah, gut. Leider kann ich mir erstmal nichts leisten. Ah, Marin. Du bist in einem Stück zurückgekehrt. Ja. Du klingst überrascht. Du hast wirklich ein Talent dafür, Ärger zu bekommen. Ja, aber Bord hat ein Talent, mich auf der richtigen Seite des Blasterfeuers zu halten. Eine nützliche Eigenschaft bei einem Freund. Ja. Sei vorsichtig. Gut, dann auf zur... Auf zur Mantis. Da haben wir noch genug Priorit. Gar nicht. Noch genug Priorit. Können wir hier in den Laden? So. Hi. Wäre bestimmt toll für dich. 7. Sieh dir das mal an. Schwierig. Also eine Frisur habe ich doch schon. Bart, never. Den Pullover habe ich an. Outrider. Du bist vorsichtig beim Einkaufen, was? Ja, ich kann mir auch nur eine Sache leisten. Das gehört zu meinen Favoriten. Ja, würde ich auch sagen, das sieht schick aus. Das hier. Ich wusste, dass du das nimmst. Natürlich wusstest du das. Natürlich wusste. Cool. Haben wir hier die Schuhe oder die Stiefel von einem Sturmtruppler an, ne? Ja. Cool. Das ist auch nett. Vor allen Dingen, weil ein Schulter, ein Kniestück weiß ist und das andere. Jetzt. Und dann schon. Achso, Mantis. Sprint, sprint. Und steile Weg.
Auf geht's zum Mond. Da ist er. Hi. Hey Kumpel, alles klar? Wir fliegen übrigens gleich los. Du solltest entweder mitkommen oder in Deckung gehen. Dass du mir hier wegfliegst. Achso, ich muss jetzt wieder die Karte benutzen. Wenn das... naja, egal. Wir fliegen auf jeden Fall zum zerstörten Mond. Sollte das Spiel und OBS gleich abkacken, weil das so krasse Performance-Probleme hat, wenn ich diese Karte öffne. Ich habe, falls ein Stück fehlt, ich habe die Karte geöffnet und wir sind auf dem Mond gelandet. Also dann, ich drohe das lieber schon mal an. Mal klappt das, mal klappt es nicht. Oh, heute geht's. Nee, okay, geht schon los. Ja. Komm, schnell, 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 schnell. Zerstörter Mond. Kein Problem. Was? Sie werden uns erwarten. Kerl und ich haben das Luca-Hulk überstanden. Dann haben du und ich unterschiedliche Vorstellungen von überstanden. Ich frag mich, warum Dagon Ravis geschickt hat, anstatt selbst herzukommen. Frage. Frage, warum hat er das getan? Wir landen gleich. Komm hier rauf. Okay. Vulture-Droiden. Ravis hat wohl mehr Separatisten-Droiden als gedacht. Sieht aus, als hätten sie uns noch nicht entdeckt. Kannst du hier landen? Keine Ahnung. Der Start könnte ziemlich riskant werden und ich will auf keinen Fall auf diesem verfluchten Felsen festsetzen. Eröffne eine neue Kantina da. Franchise. Hey, heb dir die Witze für später auf, Jetpack. Ich kann die Mantis verstecken. Soweit ich weiß, hat das Schiff keine Tarnvorrichtung. Was tut sie? Es geht wieder los. Die Vultures sind direkt vor uns. Vertrau ihr. Okay, beeindruckend. Wir lassen dich raus. Viel Glück mit Ravis. Dir auch. Hey, Kleiner. Komm wieder. Jetpack, an die Geschütze. Verstanden. Und ich brauche vielleicht noch Blut von dir. Falls ich müde werde. Dieser Ort macht mich fassungslos, Kerl. Sei vorsichtig. Boah, vielleicht noch Blut von dir. Ich bin ein Vampir. Sei vorsichtig. Kerl, tauch nicht einfach so aus dem Nichts auf. Du hast mich zu Tode erschreckt. Was? Weißt du, dieser Ort macht mich nervös. Überall könnten Gefahren lauern. Überall. Wieso bin ich auf einmal so aufgetaucht? Wir sind im gleichen Schiff hierher geflogen. Pass auf dich da draußen auf. Mit Bord. Wir plaudern später. Da lang. Huch. Here we go again. Ach, wie schön. So. Es geht direkt los. Die Anlage ist aktiv. Wahrscheinlich nichts Gutes. Okay. Hey Leute. Ich übernehme das. Raiders regeln diesen Ort ab. Das war ja klar, dass es jetzt nicht so einfach wird. Doch. Aber da soll ich durch.
speichern wir mal. Ja, Punkte gibt es leider ja nicht so viele in dem Spiel. Komm schon, Kumpel. Oh. Pack da durch. Und mir hier? Ach ja, das sind ja diese Robbys, ne? Das ist Ravis Schiff. Er will zum Turm. Schön. Der beste Weg ist durch die Anlage. Schon wieder. Hatte gute Erinnerung dran. Rum war klar. Das war so klar. Okay, warte, sorry. Falsche Taste. Ich sagte nicht öffnen. Oh. Hey. Runter. Ups. Wow. Auf sie. Hände weg von den Druiden. Na gut. Komm schon, komm schon. Was? Der Ernst? Das hierher. Ja, das habe ich gedrückt, aber er hat es nicht gemacht. Fang mich da. Moment mal. Gib mir mal eine Sekunde. Wer hier der Boss ist. Rakete abgefeuert. Ich bin darauf programmiert, sie zu töten. Angreifen Sie vom Oberflug. Aktiviert. Das war den kaputt, meine Güte. Sag. So denn. Jo. Wie soll man denn da ausweichen, wenn man am Boden liegt? So, jetzt Tantchen. So, das ist ja auch noch so eine andere. Können wir mal die Waffe wechseln? Elegant. So, kann die dann schneller zuschlagen als ich? Vielleicht hat Santari den Kompass in dem Turm versteckt. Gibt nur eine Art, wie wir das rausfinden. War jetzt eindeutig zu viele Stimpaks für diese blöde Gruppe. Ich hab gehört, der Boss will durch den Abyss. Das ist unmöglich. Der Abyss zerstört alles, was sich ihm nähert. Ich hab gehört, wenn du einen Kompass hast oder so, kommst du problemlos. Moment. Hörst du das? Okay, ich hätte mir den Dialog gerne noch länger angehört. Muss ich da rüber? Ja, natürlich. Okay. Nächster Intervall-Button. Der einzige Weg ist durch die Feuerkammer. Ja, mir gefällt die Idee auch nicht. Feuer? Feuerkammer?
Danke. Liga? Dein Ernst? Das wird nix. Was denkst du? Die Anlage im Wald diesen Ort wieder zum Leben erweckt. Jeder Alter! Hat eine weitere aktiviert. Dagen hatte recht, was Santari betrifft. Alter, wer Puls? Es mit einer Fertigungsanlage auf dem Mond. Dann müssten wir nicht von anderswo Material herbeischaffen. Alles aus einer Hand. Als die Bedürfnisse der Mondstation klar wurden, beschloss man den Bau einer Fabrik auf dem Mond selbst, um alle erforderlichen Wartungsarbeiten zu erleichtern. Ah, geh da bloß weg. Deine Beharrlichkeit, mir hierher zu folgen. Unser Treffen auf Kobo endete zu abrupt. Falls du überlebst, mache ich gerne da weiter, wo wir aufgehört haben. Schon, was die ganze Zeit voll abgeht, ey. Der ist ein komischer Stück. Oh! Boah, wow, krass! Okay. Abkürzung. Mir meine Punkte zurück, oder? Warum gehe ich sie? Ich glaube nicht, dass ich da nochmal zurück muss. Ich denke, ich habe nämlich kaum noch irgendwelche Stimpacks und ja. Oh, das war falsch. Das war B und X. Komm, Betty, spring auf. Springt mir vorbei. Auf. Oh. Oh. Ah. Die ganze Zeit nicht Ravis verdichten soll. Ich meine, der wächst alles wieder nach. Wenn ich den Arm abschlage, wächst er nach. Sein Kopf vielleicht? Stoße ich den wahrscheinlich in diesen Strahl da und er verglüht? Ich pulverisiert? Er schuldet seinem Meister alles. Warum? Dummer Droide. Ravis wurde jemand Knuffel einrichten, der gedemütigt. Dagen Garam. Er schuldet ihm ein Leben. Was immer Dagen befiehlt, Ravis erledigt es. Sei still und halte Wache. Roger. Ich würde mich nicht so herumkommandieren lassen. Sei still, halt Wache. Okay, ja, mach ich. Zwei. Drei. Angreifen!
Okay, der ist pulverisiert. Wow. Sind auch noch welche. Da komm ich gleich hin. Boah. Ich bin doch da. Warum musstest du hier auftauchen? Weil es geht. Oh, wenn ich dich finde. Komisch, war gerade in diesem Strahl, aber irgendwie ist da nicht wirklich was passiert. Glück. Sagen Sie einfach nur Glück gewesen. Was hier? Ah. Oh. Ja, ist da. Oh, das war klar. Nein. Und dann? Und dann? Oben. Unten runter durch, ne? Also nicht runter. Aha, Pelican Bird. Urland. Sehr bekannt. Aber schon. So, hier um die Ecke steht eine. Das hat gesessen. Aua! Wieso kann ich das nie machen zuerst? Bitte, hilf mir bitte. Ich muss das auch mal können. Wie lange hast du geschlafen? Bald wirst du wieder singen. Erwachende Riesen. Über Jahrhunderte ruhte die beschädigte Mondstation, doch Ravis und Dagon sind entschlossen, der Anlage wieder Leben einzuhauchen. Der klingt schon sehr danach. Hey, Carl. Kannst du mich hören? Ich höre dich. Alle okay? Wir kommen zurecht. Keine Eile, aber mach hin und sag Bescheid, wenn du auf dem Rückweg bist. Fertig. Schwierig, Leute. Ich beeile mich. Wow. Muss aber erst noch stundenlang diese Aussicht geben. Shit. Nein.